Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Lott und Ludwig. Heute möchte ich mit euch zusammen einen Top bzw. ein Unterhemd nähen. Als Unterhemd habe ich den Schnitt jetzt aus unserem Wäsche Basics E-Book genommen. Ihr könnt aber nach derselben Anleitung auch vorgehen bei dem Top aus dem Basic Shirt. Und das ist auch komplett egal, ob ihr jetzt für Kinder, für Männer oder Frauen näht, die Anleitung bleibt immer die gleiche. Ich zeige euch nämlich in diesem Video, wie ihr das Ganze mit einem Jersey-Einfassstreifen machen könnt. Es wird noch ein anderes Video geben, da zeige ich euch, wie man das Ganze mit so einem Einfassgummi macht. Aber hier geht es jetzt erstmal um den Einfassstreifen. Und damit wünsche ich euch jetzt auch ganz viel Spaß. Wir starten damit, dass wir das Vorderteil und das Rückteil rechts aufeinander legen und zunächst nur an einer Schulter zusammenstecken. Ob ihr jetzt die rechte oder die linke Schulter nehmt, ist dabei ganz egal, einfach nur eine und die wird jetzt als allererstes mit der Overlock einmal zusammengenäht. Wenn ihr die Schulternaht geschlossen habt, dann könnt ihr die Nahtzugabe noch in Richtung des Rückteils bügeln. Nun kommt der Punkt, weswegen ihr wahrscheinlich alle dieses Video schaut, denn wir wollen die Kanten einfassen. In dieser Variante machen wir das mit einem Einfassstreifen. Den habe ich hier dem Schnitt entsprechend schon aus einem Jerseystoff zugeschnitten. Wichtig ist, wenn ihr auch diesen Einfassstreifen nach dem Schnitt nehmt, dann achtet darauf, dass der von der Länge her so ist, dass der perfekt ist, wenn man den aus einem normalen, glatten Jersey zuschneidet, aus einem elastischen natürlich. Aber wenn ihr jetzt einen Bündchenstoff dafür nehmt oder einen Rib-Jersey, dann müsst ihr das Ganze nochmal ein gutes Stück kürzen. Also das würde ich dann auch wirklich beim Feststecken immer mal ein bisschen dehnen und schauen, was am Ende dann übersteht, denn sonst wird das einfach viel zu wellig am Ende. Ja, aber wie gesagt, aus Jersey kann man jetzt einfach so weitermachen. Wir fangen damit an, das Halsloch einzufassen. Da war es jetzt wichtig, dass wir wirklich die Schulter an einer Seite offen gelassen haben. Dann ist es viel leichter, das einmal so gerade einzufassen und das nicht zum Ring geschlossen einfassen zu müssen. Deshalb machen wir das so und können jetzt hier ganz einfach unser Einfassstreifen rechts auf rechts am Halsloch entlang feststecken. Natürlich ist der Einfassstreifen auch etwas kürzer. Das heißt, wir müssen den gleichmäßig dehnen. Es gibt übrigens viele verschiedene Varianten, wie man sowas einfassen kann. Das hier ist einfach die Variante, die ich persönlich am einfachsten finde und immer benutze. Deshalb zeige ich euch die. Aber wenn ihr zum Beispiel auch eine Coverlock habt mit so einem Bandeinfasser, dann geht es natürlich super einfach. Braucht man aber alles nicht. Also ich sage mal eine Overlock und eine normale Nähmaschine mit einem schönen elastischen Stich, Zickzackstich oder auch mit Zwillingsnadel, das reicht. Also ihr seht, ich verteile jetzt so ein bisschen die Weite beim Feststecken. Und wenn ihr das denn hier festgesteckt habt, dann kann das Ganze erstmal mit der Overlock angenäht werden. Und achtet darauf, wenn ihr das jetzt mit der Overlock annäht, dass er möglichst wenig von der Nahtzugabe abschneidet, sondern einfach nur normal annäht. Und so sollte das dann jetzt aussehen, wenn ihr den Streifen hier einmal mit der Overlock angenäht habt. Jetzt sieht man aber schon, der Streifen ist jetzt noch sehr, sehr breit. Das ist gar nicht schlimm, das ist richtig so. Wir werden am Ende noch einiges davon abschneiden, aber wir brauchen das jetzt erstmal, um das Ganze schön hier um die Kante zu legen. Und zwar geht das so, dass wir hier die Nahtzugabe zum Streifen hinlegen haben und dann klappen wir den Streifen, der überliegt, einmal um die Nahtzugabe drumherum. Dann sieht man hier von rechts den Streifen so in Nahtzugabenbreite. Steckt euch das gut fest. Und das machen wir dann einmal die ganze Länge entlang. Umklappen und feststecken. Wenn ihr es jetzt festgesteckt habt, dann kommen wir zu dem Moment, wo wir das Ganze einmal von außen absteppen. Ich mache das immer am allerliebsten mit einem Zickzackstich. Es geht aber auch genauso gut mit einer Zwillingsnadel.
muss man sich so ein bisschen rantasten, was bei einem besser funktioniert. Und zwar ist es jetzt wichtig, wenn wir das Ganze hier absteppen, dass wir zum Beispiel beim Zickzackstich den Zickzack hier auf dem Einfassband laufen lassen, aber dass die Nadel auf der linken Seite hier ganz knapp neben dem Einfassband einsticht. Also dass ich wirklich hier die Hauptnaht in meinem Einfassband habe und es dann hier aber an der Kante, wo es zum anderen Stoff übergeht, schön abschließt. Und so sollte das dann aussehen, wenn ihr das Ganze einmal mit Zickzack oder mit Zwillingsnadel abgesteppt habt. Hier seht ihr nochmal, die Naht verläuft wirklich nur in meinem Einfassband und endet da, wo der Übergang zum normalen Stoff ist. So, im Prinzip sind wir jetzt schon so gut wie fertig damit, aber wir haben hier ja noch diesen Stoff überstehen. Und da machen wir es uns jetzt ganz einfach und schneiden den einfach ab. Dafür braucht ihr eine Stoffschere, die vorne möglichst scharf ist. Dann geht es am einfachsten, wenn ihr wirklich vorne über die Klinge schneidet und nicht irgendwie hinten schneiden müsst. Denn damit könnt ihr jetzt einfach ganz vorsichtig hier von innen entlang eurer Zwillingsnaht nur das, was übersteht, vom Einfassstreifen abschneiden. Wenn ihr das dann abgeschnitten habt, dann seht ihr schon, wie schön sich das legt, obwohl ich hier noch überhaupt nicht drüber gebügelt habe. Das wäre jetzt aber tatsächlich der nächste Schritt, dass ihr hier noch einmal ein bisschen drüber bügelt, damit sich das wirklich schön legt und nirgendwo fällt, wobei es fällt sich auch so nicht. Also hier war jetzt das Verhältnis der Weiten zueinander so gut gestimmt, dass sich das einfach total schön hinlegt. Jetzt, wo das Halsloch eingefasst ist, können wir auch die zweite Schulternaht schließen. Dazu legen wir einfach wieder Vorder- und Rückteil an der Schulternaht rechts aufeinander und stecken uns das zusammen. Hier gibt es jetzt eine kleine Besonderheit, auf die ich noch eingehen möchte. Nämlich, hier liegen ja jetzt die beiden Einfassstreifen aufeinander. Und das ist immer so ein bisschen dick und knubbelig. Und wenn man das jetzt direkt mit der Overlock zusammennäht, dann passiert es leider schnell, dass sich das hier einfach verschiebt, weil hier dann dieser so ein Hubbel kommt, wo man dann nur noch auf diesen zweileckigen Stoff übergeht und dann hat man das oft verschoben. Deshalb mache ich das ganz gerne, dass ich die Stelle zuerst mit der normalen Nähmaschine mit Geradstich nähe. Dann kann ich das hier besser aufeinander abpassen, dass das wirklich aufeinander liegt und danach einfach nochmal mit der Overlock drüber nähe. Wenn ihr die Schulternaht dann geschlossen habt und die Nahtzugabe zum Rückteil hingebügelt habt, dann geht es weiter, wie wir es eben auch schon gemacht haben, mit dem Einfassen. Aber diesmal sind die Armlöcher dran. Vom Prinzip her geht es jetzt aber ganz genauso, wie wir es auch beim Halsloch gemacht haben. Sprich, den Einfassstreifen stecken wir erst rechts auf rechts gedehnt auf, nähen ihn mit der Overlock an, klappen ihn um, steppen ihn dann mit einem Zickzackstich oder mit Zwillingsnaht ab und schneiden das, was übersteht, ab. Die Armlöcher sind dann jetzt auch eingefasst und damit ist eigentlich schon das Schwierigste geschafft, denn jetzt müssen wir nur noch die Seitennähte und den Saum machen. Für die Seitennähte legen wir wieder Vorder- und Rückteil rechts aufeinander und stecken uns die Seitennähte zusammen. Die Seitennähte können nun mit der Overlock zusammengenäht werden. Ich mache es aber auch immer ganz gerne so, dass ich hier, wo die beiden Einfassbänder aufeinander liegen, das auch erst mit Geradstich ein bisschen zusammennähe, damit sich das beim Nähen nicht verschiebt. Wenn die Seitennähte geschlossen sind, dann können die Nahtzugaben noch zum Rückteil gebügelt werden. Und dann können wir das Ganze auch schon mal wenden. Also es sieht ja schon jetzt aus wie ein Unterhemd bzw. Top. Und das Einzige, was uns dann noch fehlt, ist der Saum. Den Saum machen wir ganz einfach. Wir versäubern den einmal rundum, dann bügeln wir ihn 2,5 cm nach links und steppen das einmal ab. Und so sieht es dann aus, wenn der Saum auch abgesteppt ist. Ja, das war's schon. Es war doch eigentlich gar nicht so schwierig, oder? Also es ist natürlich immer ein bisschen aufwendig, das Ganze einzufassen, gerade wenn man das zum ersten Mal macht. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat und auch die für sich beste Variante gefunden hat, dann geht es doch relativ schnell. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen und geholfen. Und wenn ja, freue ich mich natürlich total über einen lieben Kommentar und einen Daumen nach oben. Und natürlich wäre es toll, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn dann bekommt ihr immer mit, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal.